Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Sekretärinnenwitze. Was ist der Unterschied zwischen einem Terroristen und einer guten Sekretärin? Die Sekretärin schafft 80 Anschläge in einer Minute. Der Chef ist mit seiner Sekretärin auf Dienstreise und hat für die Übernachtung ein Doppelzimmer gebucht. Chef, fragt die Sekretärin, wir wollen hier schlafen, wie Chef und Sekretärin oder wie Eheleute? Die Sekretärin lächelt freudig erregt, wie Eheleute. Darauf der Chef, okay, dreh dich rum und schlaf. Zwei blonde Sekretärinnen sind sich nicht grün und streiten sich ununterbrochen. Sagt die eine, morgen komme ich früher ins Büro und schmier dir einen dreckigen Spruch an deine Tür. Sagt die andere, dann komme ich morgen eben noch früher und wisch ihn wieder weg. Unterhalten sich zwei Sekretärinnen, unser neuer Chef zieht sich immer so richtig schick an. Darauf die andere, ja, und so schnell. Der Juniorchef ist sauer auf seine Sekretärin. Wer hat Ihnen denn eigentlich gesagt, dass Sie hier im Büro nur faul rumhängen können, bloß weil ich Sie auf dem letzten Betriebsfest mal vernascht habe? Darauf die Sekretärin, mein Anwalt. Das war's für heute. Macht's gut. Bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.